Wohlsaftfeelings ist ein 14-minütiger Video-Essay und die Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit Objekten und Innenräumen, insbesondere politischen Räumen. How do walls feel about the decisions being made within the comfort they provide? Es fängt natürlich mit diesem Blick in den Büroräumen und das sind natürlich ganz besondere Räume. Das ist das Büro von Mussolini, das ist das Büro von Hitler. What do the walls witness in the rooms of power? Aber es öffnet sich dann relativ schnell auch auf andere Zusammenhänge. Denn wenn man anfängt, sich mit den Räumen auseinanderzusetzen und mit Architektur auseinanderzusetzen, insbesondere natürlich innerhalb solcher totalitären Konstruktionen, ist es natürlich unmöglich, das von der Arbeit zu trennen und von der Schaffung von Arbeit. Nicht nur Zwangsarbeit wie im Nationalsozialismus, sondern auch jegliche Form von Arbeit innerhalb von neueren oder neoliberalen Strukturen, wie wir sie heute auch kennen. Es war mir wichtig, dass wir an die heutige Zeit ankommen. Und dann tauchen plötzlich Maschinen und da taucht plötzlich künstliche Intelligenz auf. There is no continuity between the earth and the sky. Auf der einen Seite spiele ich mit dieser Angst, die es schon immer gegeben hat, gegenüber technologischen Neuerfindungen, die immer den Menschen quasi mit diesen Fragen einfach hinterlassen hat, werden die Maschinen uns ersetzen? Der andere Teil ist eigentlich, dass ich darauf gucken wollte, dass diese künstlichen Intelligenzen auch Maschinen sind, die gar nicht vom Mensch so fern sind, sondern dass sie eigentlich mit Datasets arbeiten, zum Beispiel Algorithmen arbeiten, die vom Menschen natürlich zusammengestellt werden. Und das bedeutet, dass bestimmte Vorurteile nach wie vor in diese Systeme hineinkommen. Und das natürlich hat einen wahnsinnigen Einfluss auf unsere Weltsicht. Oder ich werfe die Frage auf, was würde passieren, wenn wir Lohn und Arbeit voneinander trennen würden? Was würde passieren, wenn wir ein Grundeinkommen hätten? Was für Kräfte würden sich dadurch irgendwie freimachen? Würde das bedeuten, dass bestimmte Maschinerien, die dann Arbeit quasi erzeugen, gar nicht mehr notwendig sind, weil nämlich diese Abkopplung von Arbeit und Lohn stattfindet? Your concern about your job melts away. Ursprünglich habe ich eigentlich fast nur Film quasi appropriiert, Filme, die für mich aus irgendwelchen Gründen wichtig waren, aber später sind eigentlich ganz viele andere Quellen dazugekommen, YouTube-Videos, Series, aber auch ganz viel Stock-Footage. Ich versuche einfach alle Materialien so gleich zu behandeln und einfach zu schauen, welche Möglichkeiten wohnen diese Materialien innen und wie kann ich sie umformen und quasi für meine Zwecke benutzen. Die Montage ist quasi für mich essentiell als der Ort, in dem quasi diese Bilder, diese Sounds und diese Worte miteinander zusammenkommen. Und dann entsteht etwas völlig anderes, was ich sozusagen in diesem Script eigentlich gar nicht niederschreiben kann. Deshalb betrachte ich eigentlich die Montage als der Ort, an dem ich eigentlich schreibe. In der Arbeit durchaus Momente, in denen wir das Gefühl haben, schon sehr dystopische Szenarien tauchen auf. Das hat eigentlich mit Szenarien, die heute auch schon diskutiert werden, zu tun. Und die Arbeit endet ja auch damit, mit einer Szene, in der Sophia the Robot über Utopie spricht und uns eigentlich vor Augen fühlt, dass vielleicht die Dystopie und die Utopie gar nicht so weit voneinander entfernt sind, wie wir glauben.